stehe hier am Eingang des Friedrich-Werderschen Kirchhofs. Der grenzt direkt an den Dreifaltigkeitskirchhof. Das sind Friedhöfe, insbesondere der Dreifaltigkeitsfriedhof, der zur Gemeinde Schleiermachers dazugehört hat. 1825 hat er den Dreifaltigkeitskirchhof eingeweiht und 1834 ist er hier selber bestattet worden. Wir gehen jetzt gleich zum Grab Schleiermachers, das sich hier auf einem Querweg befindet. Schleiermacher ist hier begraben. Wir werden sehen, in guter Gesellschaft, viele berühmte Persönlichkeiten sind auf diesem Friedhof begraben. Wir stehen jetzt am Grab von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Zunächst einmal hier auf dem Grabstein eine Büste von ihm zu sehen und dann auch nochmal das, was wir an verschiedenen Stationen jetzt schon gesehen haben. Prediger an der Dreifaltigkeitskirche, Professor an der Universität zu Berlin, geboren am 21. November 1768 in Breslau, gestorben am 12. Februar 1834 hier in Berlin und dann am 15. Februar 1834 ist die Beerdigung gewesen. Wie ist es zu seinem Tod gekommen? Schleiermacher hatte wohl eine Lungenentzündung, eine dann schließlich verschleppte Lungenentzündung. Er hat noch eine ganze Weile weitergearbeitet, weil er mitten in seiner Schaffenskraft war und ist dann dieser Infektion relativ schnell erlegen. Es muss eine sehr große Beerdigung gewesen sein. Alles, was wir davon wissen, zeigt und zeugt, dass Friedrich Schleiermacher eine der großen Persönlichkeiten seiner Zeit war, die Kirche, Universität und Stadt geprägt haben. Er war zu Hause in den Gesellschaften, in den Salons und es gab eine riesige Anteilnahme an seinem Tod. Wir wissen die Zahlen nicht genau, aber es müssen irgendwo zwischen 5.000 und 30.000 Menschen gewesen sein, die den Trauerzug gesäumt haben. Die Stadt war sozusagen schwarz vor Trauer, als man Friedrich Schleiermacher hier auf dem Friedhof, den er 9 Jahre zuvor selbst geweiht hatte, beerdigt hat. Mitten in Berlin-Kreuzberg, wir sind direkt am Heinecke-Platz, der Schleiermacher Spuren in dieser Stadt hinterlassen hat und seine Bedeutung erkannt worden ist. Das können wir daran sehen, dass die Straße, die ganz nah an dem Kirchhof ist, an dem er beerdigt worden ist, nach ihm benannt worden ist, die Schleiermacherstraße. Auf den Spuren Schleiermachers kann man in dieser Stadt sein. Wir sind das an ganz verschiedenen Punkten gewesen. Hier, Ecke Bergmannstraße, Schleiermacherstraße, ist so ein Stück ganz nah an seinem Grab, das Zuhause für diesen Namen.